zu Ihnen? Ja, ja. Ja. Die Maschine ist fertig! Ich bin Nils Kaiser, der Erfinder der ersten Alles-Kopiermaschine. Guten Morgen! Man muss ja mit allem leben, was das Leben einem so bringt. Und wenn der Nils einem so mal interessante... Redest du hier da ist er ja schon wieder. Redest du hier gerade über mich? Ja, der Nils ist unglaublich. Der kopiert Oboen, Klarinette, Fagotte. Ich komme gleich nochmal, ich kopiere dir noch schnell was. Ja, er kopiert und kopiert und kopiert. Es kommt aber nie das raus, was er eigentlich haben wollte. Macht nichts, es ist alles gut. Was nie macht, ist gut. Jetzt guck ich mal nach, was bei rausgekommen ist. Eine richtige Tute für den Stefan. Halt mal deine hoch und dann wird man sehen, dass hier eine identische Oboe herausgekommen ist. Oben und unten ist es ein bisschen anders geworden. Ne? Oben so ein schiefes Reinblasteil und unten hat die Tute einen Bauch gekriegt. Das ist gar keine Oboe. Ne? Doch. Echt? Du meinst, da besteht so eine gewisse Verwandtschaft? Ja, stimmt. So ein bisschen ähnlich sehen die schon aus. Ne? Was ist denn das für eine Oboe? Wie heißen die dann? Ein Englischhorn. Ja, scheint eine große Familie zu sein, wenn sogar Engländer dazugehören. Gibt's da auch ein Stück für? Von wem? Johann Sebastian Bach. Ach, der. Ich gehe nur mal ein paar Schrauben anziehen, solange er hier spielt. Ne? Angst, als er einfach meine Klarinette weggenommen hat zum Kopieren. Nämlich eigentlich auch nicht gefragt, ob er das darf. Und dann hat er sie trotzdem genommen und einfach eingescannt. Zum Glück ist sie dann ja doch wieder ganz rausgekommen. So, da kannst du schon wieder arbeiten. So, da muss ich jetzt nur beim Programmieren ein kleines bisschen besser aufpassen. Mache ich noch ein bisschen weniger Holz, nicht dass das wieder so ein schiefer Bauch wird hier noch. So, und dann müsste das eigentlich, ja, so können wir es mal versuchen, oder? Was meint ihr? Ja. Und los! Die Kopien waren dann natürlich keine Kopien, aber wir sind trotzdem gut zurechtgekommen und haben ganz tolle andere Stücke drauf gespielt. Zeig doch nochmal, wie deine nette Klari klingt. Das war also die nette Klari. Du kommst dir hier auch mit der großen Klari klar. Ja, und es ist natürlich auch eine große Freude und Herausforderung, solchen hervorragenden Musikern zuarbeiten zu können, denn die spielen ja auf ihren Holztuten, auf ihren Klariboen, Fanetten und Orgotten nicht nur moderne Musik. Der kopiert alles. Der kopiert sich selbst, der kopiert seinen IQ, der kopiert seine Gummibärchen. So, ich mach die Augen zu. Und sieht es mir ähnlich? Ist es seine Cousine? Nein! Ist es seine nackte Opa? Nein! Kann ich hier gucken? Ja! Oh, das finde ich jetzt praktisch. Das finde ich jetzt praktisch. Mir sind nämlich gerade die Gummibärchen ausgegangen.
Nils echt ein ganz tougher, ein töfter Typ eigentlich, finde ich doch. Also ich freue mich drauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, auch wenn ich glaube, das Ganze wird überhaupt nichts. Die Kamera hier ist doch auch ganz gut. Ich kopiere dir die gerade nochmal. Ich kann jeder spielen. Lässt mal ein bisschen rein, dann kommt der Döner. Das ist viel leichter.